Du überlegst, dich selbstständig zu machen und bist noch unsicher? Da werde ich dir heute einige wichtige Gründe liefern, weshalb es sich lohnt, sich in diesem Jahr selbstständig zu machen. Nicht nur, um erfolgreicher zu werden, sondern vielleicht ein komplett neues Leben zu starten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe auch mal als Angestellter im Berufsleben gestartet und dann die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Und deshalb kann ich dir aus eigener Erfahrung auch sagen, weshalb es sich lohnt, sich vielleicht heute, auf jeden Fall in diesem Jahr selbstständig zu machen. Der erste wichtige Grund, warum du dich dringend selbstständig machen solltest, ist, damit du überhaupt steuern kannst. Wenn du beispielsweise mit deinem Boot im Hafen liegst und du gehst ans Ruder und schlägst das voll nach Steuerbord ein, dann wirst du nicht rechts rumfahren. Warum nicht? Weil dein Boot nicht in Bewegung ist. Damit du überhaupt steuern kannst, navigieren kannst, die Richtung ändern kannst, dein Ziel erreichen kannst, dein Ziel näher kommen kannst, brauchst du Fahrt, du brauchst Bewegung. Und wenn du diese Bewegung nicht hast in deinem Leben, in fast allen Lebensbereichen und beruflich dir das fehlt, nun, dann wirst du auch keine Richtung ändern können. Nummer 1 ist also, setz dir ein Ziel, dich selbstständig zu machen, damit du dich überhaupt in Bewegung setzt, damit du dann anfangen kannst, den Kurs zu bestimmen. Als zweiten Punkt lohnt es sich, sich selbstständig zu machen, weil du Steuern sparst. Auf der einen Seite sind in allen Dingen, die du kaufst, wie Drucker, wie Laptop, wie Reisen, wie Kommunikationskosten oder Bücher, sind überall Umsatzsteuern enthalten. Und als Unternehmer kannst du dir zurückerstatten lassen. Und der zweite Grund ist, wenn du viel einnimmst als Angestellter, also Lohnsteuern bezahlst, dann hast du einen hohen Steuersatz. Wenn du aber dich selbstständig machst und vielleicht im ersten Jahr Verluste machst, dann werden diese Verluste verrechnet mit deinem Einkommen. Das heißt, wenn du 20.000 Euro Lohnsteuern zahlst und du hast 6.000 Euro Verluste, dann reduziert das deine Einkommensteuer. Und du investierst diese Steuern in deine Zukunft, in deine technologische Ausrüstung, in deine Fortbildung oder in ein zweites Standbein, was dir in der Zukunft noch mehr Erträge erwirtschaftet, vielleicht deine Altersversorgung abbildet. Der dritte Grund ist, weshalb du dich selbstständig machen solltest, weil du einfach Neues lernst. Du bist also motiviert, du hast Gründe jetzt dafür, dich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit E-Business, beispielsweise mit Neuromarketing, wie funktioniert der Mensch, damit dein Zeitmanagement, dein Aufgabenmanagement zu verbessern. Du wirst also in vielen Wachstumsgebieten stetige Lernerfolge haben. Und dein Vorteil ist, dass du dadurch glücklicher bist. Denn der Glückskern, der Nucleus accumbens im Gehirn, ist unter anderem hauptsächlich dafür geschaffen, dass du lernst. Und wenn du täglich lernst, bist du auch täglich glücklich. Denn Glück ist ein Prozess, ein Weg und kein Resultat. Der vierte Grund, weshalb es sich lohnt, sich selbstständig zu machen, ist, dass du deine Persönlichkeit veränderst. Wenn ich beispielsweise heute alte Kollegen aus meiner Kriminalpolizeizeit oder meiner Bundeswehrzeit treffe und ich mich mit denen unterhalte, dann erkenne ich wieder, dass ich vor 20 Jahren auch so war. Allerdings haben wir uns komplett weiterentwickelt, viele sind einfach nur stehen geblieben. Und mein Coach hat damals zu mir gesagt, Herr Schäfer, wenn Sie erfolgreich wären, dann wären Sie ein anderer Mensch sein. Denn wenn jemand mal 50 oder 100.000 Euro im Jahr, im Monat, am Tag verdient, dann ist nicht das Geld zuerst da und dann die Persönlichkeit, sondern es ist erst die Persönlichkeit da und dann sind die Früchte da. Du wirst also eine Persönlichkeit werden, die weiß, wie man sät, die Saat betreut und dann erntet. Du kannst also fast alles, so wie es Walt Disney gesagt hat, was du dir vorstellen kannst, auch umsetzen. Und diese Persönlichkeit wirst du, wenn du dich selbstständig machst und täglich dazulernst. Der fünfte Grund ist, weshalb du dich selbstständig machen sollst, dass du ganz andere Menschen in dein Leben bekommst, ganz andere Human Resources, HR abgekürzt. Du wirst weniger Kollegen um dich herum haben, wo du vielleicht mit Ellbogen euch gegenseitig mobbt oder vielleicht nette Frühstücke habt. Du wirst weniger nur aus deinem Herkunftssystem Menschen haben, die zufällig in dein Leben geraten sind, sondern du wirst auf einmal Menschen um dich herum scharen, die so ähnlich sind wie du, mit denen du gemeinsam auch Ziele erreichst, mit denen du im Team zusammenarbeitest, was du dir vielleicht selbst ausgesucht hast. Du wirst Multiplikatoren in deinem Leben haben, Schlüsselpersonen, die einen Schlüssel zu einer Tür haben, wo du vorher noch nicht mal wusstest, dass da überhaupt eine Tür ist. Du wirst die Welt kennenlernen, die unterschiedlichen Menschen kennenlernen und ein ganz anderes Selbst, Weltbild, Lebensbild und Selbstbild haben. Der sechste und vielleicht schönste Punkt ist, dass du in deine Berufung kommst. Das heißt, du machst das gerne, was dich interessiert. Du setzt die Fähigkeiten an, die du gut kannst. Und du arbeitest mit den Menschen zusammen, mit denen du gerne zusammenarbeitest. Und du arbeitest in einem Kontext, der deine Bedürfnisse erfüllt.
Das alles kannst du dir als Unternehmer, als Selbstständiger gestalten. Du wirst zwar am Anfang auch Dinge machen, die dir nicht so liegen, aber damit wirst du lernen, umzugehen. Du hast ein Ziel, eine Vision, die dich motiviert, und je erfolgreicher dein Unternehmen wird, je größer dein Team, desto mehr kannst du arbeitszeitig dir die Menschen in dein Team reinholen, die die Dinge gerne machen, die du vielleicht selbst nicht so gerne machst. Als 7. Punkt kommt natürlich dazu auch, dass du dein Einkommen erhöhst. Aber als Unternehmer geht es nicht nur darum, dein Einkommen zu erhöhen, sondern gerade in den Zeiten der politischen Wirtschaft bezüglich deiner und meiner Altersvorsorge geht es darum, Werte zu schaffen. Wenn du vor 10, 20 Jahren dir Firmenanteile gekauft hättest von Microsoft, Facebook oder Google, dann wärst du heute mindestens Millionär, wenn nicht sogar Milliardär. Deshalb baue dein Unternehmen auch so auf, mit der Vision, in 5, 10 oder 20 Jahren auch einen Wert zu erschaffen, den du dann verkaufen kannst. Oder was als Quelle regelmäßige Altersvorsorgungseinkommensflüsse für dich aufbaut. Zusammengefasst gibt es also 7 tolle Gründe, weshalb du heute dich selbstständig machen solltest. Und das kostet in der Regel nicht mehr als 1000 Euro, wenn du keinen eigenen Standort eröffnest. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, Beratung, Vorlagen, Templates, Methoden, damit du garantiert erfolgreicher wirst und auch bezuschusste Beratung haben willst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere über 40 Berater arbeiten bundesweit, wir sind zertifiziert und helfen dir gerne bei allen Phasen von der Gründung über Wachstum bis schließlich zum Verkauf deines Unternehmens. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen, dieses Video bewerten, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast, und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.